Ein Junge ist in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Einsatzleiter Jochen Müller und Notärztin Debbie Fischer rechnen mit dem Schlimmsten. Landstelle Köln, hallo? Hallo, kommen Sie mal ganz schnell, mein Sohn hängt fest im Fahrstuhlschacht. Bitte beruhigen Sie sich, mit wem spreche ich? Ja, hier, mein Name ist Sommer. Wo sind Sie gerade? Wir sind hier in Hostel in Süß. Okay, bitte halten Sie Rettungswege frei, wir kommen umgehend. Ja, gut, beeilen Sie sich bitte ganz schnell. Der Junge ist 3 Stockwerke in die Tiefe gestürzt und reagiert nicht mehr. Der Mitarbeiter der Wartungsfirma steht unter Schock, als die Rettungskräfte eintreffen. Was ist passiert? Kommen Sie mal weg hier. Mein Junge ist da runter. Ja, wir gucken. Erstmal aus dem Aufzug schauen. Was ist denn passiert? Der ist an mir vorbeigeflogen, der Junge. Ich weiß auch nicht. Wie heißt der Junge? Kann man denn rauffahren? Keine Ahnung, ich habe nur den. Wie heißt der Junge? Keine Ahnung, der Junge, der ist. Sagen Sie mir mal den Namen von dem Jungen. Emil! Emil, kannst du mich hören? Wir haben folgende Situation hier vorgefunden. Ein Jugendlicher ist im 2. Obergeschoss durch eine geöffnete Aufzugtüre in den offenstehenden Schacht gestürzt. Die Aufzugkabine befand sich zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss mit einer geöffneten Deckelplatte. Das heißt, der junge Mann ist bis auf den Boden dieser Aufzugskabine herabgestürzt. Das erste Bild, was wir gesehen haben, war, dass der junge Mann gekrümmt in der Aufzugkabine lag, für uns nicht ansprechbar war. Das heißt, wir konnten keinen Kontakt zu dem jungen Mann aufnehmen. Ja, das müssen wir mit der Höhenrettung machen. Ne? Komm mal so nicht dran. Mein Kollege kann ist der nicht auffahren. Nein, der ist absolut außer Betrieb. Hört, pass auf, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ich sollte den warten. Mein Kollege hätte das ja sichern sollen. Und dann sehe ich nur das Kind an mir vorbeifliegen. Also der Aufzug kann nirgendwo hinfahren. Nein. Von dem Aufzugtechniker konnten wir in Erfahrung bringen, dass er an dem geöffneten Schacht gearbeitet hat, dass er allerdings nicht für die Absperrmaßnahme an diesem Schachtbereich zuständig gewesen ist, sondern das hätte eigentlich einer seiner Kollegen machen müssen, der aber nirgendwo aufzufinden war, zunächst zu diesem Zeitpunkt. Von daher hatte der junge Mann, der da gearbeitet hat, natürlich schon mächtig schlechtes Gewissen, obwohl er eigentlich für den Unfallhergang gar nicht verantwortlich war. Der desolate Zustand des Aufzuges erschwert die Rettung. Die Sicherheitsmechanismen sind ausgefallen. Die Feuerwehrleute müssen einen Weg finden, so nah wie möglich an den Verletzten heranzukommen. Im Normalfall würden wir an einer solchen Einsatzstelle den Technikraum betreten, den Aufzug vollständig außer Betrieb nehmen und mittels eines an den Aufzügen befindlichen Handrades kann man die Aufzüge, diese Kabinen dann rauf oder runter drehen. Aber das ging in dem Fall nicht, weil der Aufzug vollständig verkeilt war. Und das war wohl auch der maßgebende Grund, warum die Firma hier an diesem Aufzug gearbeitet hat. Der Junge hat vermutlich bei dem Sturz schwerste innere Verletzungen erlitten. Während sich die Höhenretter auf ihren Einsatz vorbereiten, versucht Notärztin Debbie Fischer, 2 Stockwerke tiefer Kontakt zu ihm aufzunehmen. Hallo Junge, der Rettungsdienst ist da, hörst du mich? Was? Debbie hört dich. Könnt ihr schon mal soweit alles hier vorbereiten? Die Feuerwehr bzw. Höhenrettung ist hier. Ja. Wird jetzt gleich abgeseilt. Ja. Wir haben hier auf jeden Fall ein Spinewatch schon mal vorbereiten und alles. Ja. Wir haben folgende Situation gehabt. Eine Person, die aus einer großen Höhe gestürzt ist, wahrscheinlich aus 5 Metern Höhe, jetzt in einem Fahrstuhlschacht liegt. Und das Problem besteht darin, dass das natürlich ganz schlimme Unfallmuster sein können. Das nennt man Polytrauma, das heißt, viele Sachen sind gebrochen. Das Schädel-Hirn-Trauma gehört da auch zu als lebensbedrohliche Komponente. Und wir können vor Ort erstmal gar nicht sehen, was hat derjenige, weil wir natürlich gar nicht an ihn gelangen können. Und das ist für uns wirklich schlimm. Die Enge des Schachts erschwert die Rettung zusätzlich. Einsatzleiter Jochen Müller will wissen, ob in diesem Fall eventuell ein Fremdverschulden vorliegt. So, Sie sind also die Eltern von dem Jungen. Jetzt wie sagen Sie mir mal ganz in Ruhe, was ist überhaupt passiert? Meine Frau war hier oben, ich war unten gewesen. Sie ich waren weiß unten. Okay. Der Emil ist vorgelaufen, hat auf sein Smartphone geguckt und ist einfach da in den Schacht gefallen. Ja, okay. Aber verdreht hat sich nicht mehr geregelt. Lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. Helfen Sie ihm doch. Ja, die Kollegen sind ja schon dran. Die Kollegen werden jetzt oben Seile befestigen, damit sie sich runterlassen zu ihm, damit wir ihn dann raufziehen können. Wir mussten hier ein Stockwerk höher ansetzen mit unseren Abseilmaßnahmen, weil die Seile auch eine bestimmte Länge brauchen, damit man am Seil vernünftig arbeiten kann. Notärztin Debbie Fischer versucht, durch stetige Ansprache und Lichtreize den Jungen aus seiner Bewusstlosigkeit zu holen. Endlos lange Minuten vergehen. Plötzlich kommt es zu einer ersten Reaktion des Patienten. Weißt du, was passiert ist, Emil?
Du bist runtergefallen. Du warst jetzt gerade für uns bewusstlos. Hast du das nicht mitbekommen? Ja. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bleib bei dir, bis die von oben runtergekommen sind, okay? Du kannst jederzeit mit mir reden. Der verunfallte Junge hat uns nach und nach folgende Informationen gegeben. Er hat Schmerzen am linken Brustkorb und er kann den linken Arm nicht bewegen. Er bemerkte Blut bei sich, aber zum Glück waren die Beine durchaus problemlos zu bewegen, sodass ich davon ausging, dass wir keinen Querschnitt haben. Werd bitte nicht nervös, das dauert jetzt leider ein bisschen, bis die von oben sich abseilen können. Das geht nicht so schnell. Die Höhenretter der Feuerwehr bereiten gemeinsam mit Sanitäter Franco Fabiano den Abstieg in den Aufzugsschacht vor. Da der Junge vermutlich innere Blutungen erlitten hat, drängt die Zeit. Also sobald ich unten bin und habe Bodenkontakt, werde ich sofort mich um den Emil kümmern. Das heißt, es wird ein Check gemacht, ABCDE-Schema, so schnell wie möglich abbacken, gibt das Feedback auch an die Notärztin und dann so schnell wie möglich raus. Debbie an Franco. Wie weit seid ihr? Ich gebe euch noch 10 minus 2 Minuten. Und Status Patient? Patient spricht noch immer mit mir, liegt auf der linken Seite, Schmerzen erträglich. Ja, okay, verstanden. Scheiße, jetzt geht auch noch die Tür zu. Das haben wir uns gewünscht. Kack. Okay, jetzt habe ich keine Chance mehr, jetzt muss ich nach oben. Franco, hörst du mich? Ja, komm, Debbie. Die Aufzugtür ist zugegangen. Ich habe keinen Kontakt mehr. Oh. Ja, verstanden. Ich versuche so mit ihm zu kommunizieren. Ja, ich rufe zu. Alles klar. Emil! Ja? Wir kommen jetzt gleich. Gut. Alles klar? Ja. Fall noch ein bisschen durch. Die Aufzugtür ist mir zugeknallt. Dann kannst du von hier rufen. Guten Tag, mein Name ist Fischer. Sie sind? Die Mutter von ihm. Wie geht's meinem Sohn? Alles gut. Ich habe mit Emil bis gerade noch gesprochen. Ist alles gut. Nur die Tür ist zugegangen. Warum dauert das denn so lange? Bitte holen Sie noch was raus. Bitte. Also, es nützt Ihnen nichts, wenn wir hingehen und ihn einfach rausholen und selber unten liegen. Ich weiß, dass es ganz furchtbar ist für Sie, dass wir jetzt warten müssen. Aber das bringt nichts, wenn wir unten auch noch verunfallen. Mensch, wie lange dauert das denn? 2 Minuten, haben die gerade gesagt. Er hat ja ganz verdreht. Wie geht's ihm denn? Also. Er blutet überall. Ja. Also, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Er hat eine Verletzung höchstwahrscheinlich des Brustkorbs. Da können die Rippen etwas gequetscht sein. Vielleicht auch gebrochen, das weiß ich nicht. Oh mein Gott. Er gibt den Arm an, er kann aber beide Beine bewegen. Ja, er hat Gefühl in den Beinen. Also gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er eine Querschnittslähmung ist. Wir müssen aber trotzdem erstmal schauen. Okay? Nein. Querschnittslähmung? Nein. Habe ich gerade ganz klar verneint. Nein. Na? Nein, ganz wichtig. Ich weiß, dass man ganz aufgeregt ist. Für uns ist das genauso schlimm. Na? Deswegen habe ich die ganze Zeit mit dem Emil gesprochen. Der redet mit mir, der macht vernünftige Antworten. Deswegen bin ich ganz, ganz froh. Wenn Angehörige auch noch vor Ort sind, ist es natürlich auch wichtig, denen die guten Informationen zu geben. Die machen sich Sorgen. Ist das Kind querschnittsgelähmt? Ist das Kind vielleicht sogar lebensgefährlich verletzt? Stirbt es? Und deswegen ist auch unsere Aufgabe darin, den Eltern positive Nachrichten zu überbringen. In diesem Fall konnten wir sagen, er wirkt anscheinend nicht so schwer verletzt, wie wir das befürchtet haben. Und das trug dann auch zur Beruhigung der Eltern bei. Das ist der Herr vom von den Aufzugsmonteuren. Hey, ich heiße Fischer, ich bin die Notärztin. Da kriegen wir schon hin, okay? Okay. Ich Debbie hört. Ich gehe jetzt runter, ja? Ja, da freue ich mich. Das weiß ich, dass du dich freust. Da sofort medizinische Hilfe nötig ist, übernimmt der Sanitäter die Rettung. Alles klar? Okay. Ganz langsam, ja? Okay. Die Seile wurden an der oberen Etage befestigt, da es hier sichere Verankerungsmöglichkeiten gibt. Weiter. Kontakt. Gut, ist auf Boden. Mit Hilfe der Höhenrettung konnten wir unseren Rettungsassistenten Franco hinunterlassen und der hat einen Check vorgenommen. Das verfolgt immer standardisiert nach einem bestimmten Schema. Keine Art Problem.
Kein C-Problem? Super. Soweit kein C-Problem? Super. Sieht da nach Clavicula von hier aus. Okay. Kann ich aber nicht ausschließen, Hämatom und im Rippenbereich, ja? Alles klar. Der erste Check beruhigt das Team zunächst. Dennoch stellt die Bergung des Patienten eine große Gefahr dar. Besonders die gebrochenen Rippen könnten bei einer falschen Bewegung furchtbaren Schaden anrichten. Der Kollege, der jetzt vor Ort ist, hat ohne erstmal alles durchgecheckt. Ganz wichtig, keine aktuell lebensbedrohliche Verletzung. Ich möchte, dass Sie das im Kopf behalten. Ja, er ist verletzt, er hat was gebrochen, aber nicht so, dass wir jetzt im Moment ganz große Angst haben müssen, okay? Gut. Wir sind jetzt davon ausgegangen, dass erstmal nach Abchecken nichts Schwerwiegendes vorliegt, was lebensbedrohlich ist. Das heißt, die Atmung funktionierte, der Kreislauf funktionierte und dann sind wir erstmal etwas erleichtert. Mithilfe des Spineboards wollen die Retter den Jungen schonend aus dem Schacht transportieren. Debbie Fischer bemerkt währenddessen, dass auch der Mitarbeiter der Aufzugfirma ihre Hilfe braucht. Er steht immer noch unter Schock. Ich würde Ihnen mal eben was zur Beruhigung geben, nicht erschrecken, ja? Aber ich glaube, das war jetzt für Sie auch so schlimm, weil man sich so erschreckt, ja? Sie haben keine Ahnung, wie es passiert ist, ne? Ich habe gerade den Fahrstuhl gewartet und ist auf einmal neben mir eingeschlagen. Und du Scheiße. Also ich habe kaum was gesehen, ich habe da nur Blut gesehen und bin direkt aus dem Fahrstuhl rausgeklettert. Ja, ja. Der kommt durch. Okay. Ja? Also ich kann Ihnen sagen, wir haben jetzt natürlich, er ist verletzt, aber im Moment nicht lebensbedrohlich, okay? Die erste Aufgabe ist, uns natürlich um alle Verletzten zu kümmern, auch wenn Leute durch einen psychischen Schock im Grunde genommen verletzt sind. Das heißt, der Techniker hat so einen Schock bekommen, weil der Junge an ihm vorbei in den Aufzug gestürzt ist. Und das ist erstmal ein psychisches Trauma und deswegen haben wir uns selbstverständlich auch um den Techniker gekümmert. In der Zwischenzeit hat Sanitäter Franco Fabiano gemeinsam mit einem Kollegen der Höhenrettung den Jungen auf der Trage gesichert. Die Kollegen bereiten alles für die schnelle Erstversorgung vor. Wenn wir euch ein Kommando geben, dann könnt ihr zielen, ja? Wir versuchen hier ein bisschen wegen dem Blech ein bisschen hochzudrücken. Bist du bereit? Ja. Okay, ich nehme die Beine. Ja. Kopf geht Kommando. Okay. Zieh an! Jetzt! Okay. Ziehen! Zieh! Blech rüber! Ja. Ziehen! Seil nach! Nee, ganz ruhig. Komm, wir sind mit allem Mann am Arbeiten. Wir machen das. Okay. Grau nachlassen. Supi. Keine Angst, ja, supi, nochmal. Bei einer Rettung unsererseits ist es ganz wichtig, keine weiteren Verletzungen zu verursachen. Wir können den Patienten also nicht einfach am Kragen packen und rausziehen. Er könnte ja zum Beispiel einen Querschnitt haben, der noch unvollständig ist. Und wir durch unsachgemäße Rettung würden dann einen vollständigen Querschnitt verursachen. Das wäre eine Katastrophe und das wollen wir auf gar keinen Fall. Deswegen gilt auch hier, dass wir sehr vorsichtig und sorgsam arbeiten müssen. Hi Emil, wir haben gesprochen. Ich bin die Notärztin, ja? Nicht erschrecken. Guck mich mal an. So, supi. Und nochmal angucken. Genau, ich weiß, dass es weh. Tut er jetzt irgendwas anderes weh? Wenn ich klopfe, tut was weh? Nein? Und ja, tut die linke Seite weh, ja? Nicht erschrecken. Ich gebe dir jetzt nochmal was. Ne? Mein Junge, supi. Hast du auch einen Absturz gemacht hier? Ja, hat er. So. Nee, ist okay, das reicht mir. Jetzt erstmal ein bisschen von der Schaftkante weg. Die Füße kannst du noch bewegen, ne? Ja? Doktor. Super, alles klar. Zieh nur mal ein bisschen von der Schaftkante weg. Gerne. So. Gut, dann gucken wir, dass wir runterkommen. Vor Ort checken wir zwar den Patienten durch, aber wir haben natürlich keine Röntgenaugen. Das heißt, trotzdem ist es ganz wichtig, den Patienten zügig in die Klinik zu bringen zum weiteren Durchchecken. Zum Beispiel eine zweizeitige Milzruptur bedeutet, dass die erstmal anreißt, noch verhältnismäßig stabil ist und dann noch durchreißt. Das führt zum Verbluten innerhalb kürzester Zeit. Und das können wir vor Ort natürlich nicht sehen. Deswegen zählt die Golden Hour of Shock schnell in die Klinik. Vor dem Gebäude trifft der Mitarbeiter der Aufzugfirma auf den Kollegen, der den Schacht eigentlich sichern sollte. Meine Güte, du kannst so egoistisch sein. Franco, nimm mal, was du eben kümmerst. Ich geh rein. Moment mal, ey, ist das denn die Hüfte? Nein. Fass mich nicht an, Manneke. Ja? Warum bist du das? Was ist denn hier los? Du hast meinen Sohn auf dem Gewissen. Hast du nicht alle? Der Junge ist in den Fahrstuhlschacht gefallen, Mann. Wie konntest du denn nicht sichern?
Nicht jetzt, nicht jetzt, okay? Nicht jetzt. Das klären wir alles später, bitte. Dich mache ich fertig, dich zeige ich an, du Schwein. Ja? Dich zeige ich an. Kann man alles später klären. Jetzt ist Ihr Sohn doch wichtig. Jetzt ist der Junge erstmal wichtig, oder? Ich weiß ja gar nicht, was passiert ist. So, erst mal runterfahren. Beruhigen Sie sich. Bringt überhaupt Sie haben gesehen, was er meinem Sohn angetan hat, ja? Haben wir alle gesehen. Wir werden das auch alles schriftlich aufnehmen. Aber jetzt müssen Sie sich erstmal beruhigen. Da bringt Ihnen überhaupt nichts, Sie werden Zeuge sein und auch Ihre Kollegen. Ich werde Anzeige erstatten, sofort bei der Polizei. Ja? Das wird alles erfasst sein im Bericht. Ja? Okay. In dem Fall hat wohl einer der beiden Techniker diesen Aufzugsschacht geöffnet, hat ihn nicht abgesperrt, weil er glaubte, dass es nicht nötig war, hat also grob fahrlässig gehandelt, ist stattdessen lieber Kaffee holen gegangen. Und demzufolge wird es für den Herrn wohl auch ein juristisches Nachspiel haben. Die Einsatzkräfte beruhigen alle Beteiligten. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass der Junge außer vergleichsweise harmloser Knochenbrüche keine weiteren bedrohlichen Verletzungen erlitten hat. Der Mitarbeiter der Aufzugfirma muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.